Nein, nein, ich muss gerade auf. Na egal, so viel Geld war es nicht. Ich bin da nicht Yoshi und verpulver mein ganzes Geld. Einfach, ich. Was? Ich verpulver mein Geld nicht. Ich, naja, ich sterbe halt. Er steckt sein ganzes Geld in leichte Tode. Leicht verdient. Das Todlichtmilieu. Besser gesagt, das ist das Weißlichtgewerbe. Das hat sich angehört, als hättest du gerade ein Schwein an dein Mikro gelassen. Schwein. Jetzt habe ich immer noch Hunger. Auf Schwein? Pizza! Oh, nicht so verkehrt. Sauerbraten jetzt an. Wahrscheinlich steht Carbos Freundin einfach nur vor der Tür und hält so eine Pizza. Nein, das ist schon lang vorbei. Jo, das war's mit Marcus. Und nicht so, als ob sie es dir geben würde, sondern einfach nur mit dem Geruch der Pizza. Ja, genau. Es wird ja auch nur eine gemacht. Und ich krieg noch nicht mal ein Stück davon ab, das ist das Gemeine. Ne, das Allergemeinste ist, ich setze dich einfach neben ihn hin während der Aufnahme und isst die Pizza einfach. Oh, okay, das wäre gemein. Dann wär das Mikro. Nein, dann wäre das Mikro aus. Oh. Wo? Ach da, okay. Gut, dann gehen wir mal zu den Kleppis. Dann nehme ich mir mal das nicht. Das müsste die letzte Quest sein und wenn es gut geht, reichen die EP dafür, dass wir noch 49 erreichen. Bin ich hierher gekommen? Ah. Wenn es nicht gut geht, dann nicht. Es gibt nur eine Quest. Es gibt nur eine Quest. Was? Nein, es gibt nur eine. Es kann nur eine geben. Es gibt noch es gibt nur eine Quest hiernach. Aber das ist 200 Komponenten sammeln. Nee, das sind keine Komponenten mehr. Na ja. Ich meine, wofür meint ihr, sind denn diese ganzen Items wie Fisch? Ja, stimmt, diese Fische. Fisch. Achso. Diese Slips und die Pizzen und. Fisch und Slips. Ich erkenne einen Zusammenhang. Und Chips. Wie war das nochmal, als Eva im Fluss gebadet hat und Gott schreiend angerannt kommt? Verdammte Scheiße, den Geruch kriege ich doch aus dem Fischen nie wieder raus. Oh, komm, das Spiel ist doch jetzt also wirklich. Ach so. Ach, ist er wieder rausgeflogen, der Herr. Ich weiß es noch nicht, weil es noch nicht zu Ende geladen hat, aber ich einfach Schlussfolgerung des Dialogs. Kau, du musst das wahrscheinlich mit Absicht machen. Absicht, ja. Das ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Dialog, weil immer diese Einzelbilder reinkommen. Ah. Jetzt geht's auf Claptrap-Jagd. Hast du einen Dosenöffner mitgenommen? Gott, der hat trotzdem irgendwie viele aus. Ich glaube, ich nehme heute die. Freedom! Kabulator unterstützt nun den Kampf. Dafür werden die Kreaturen nun schwächer. Damit es auch ausgeglichen bleibt. Ja, damit es ausgeglichen bleibt. Man muss das Balancing sicher. Viva la Revolution. Ja, die Kamikaze Claps, die... Es gibt eigentlich... Genau, Cabo, bleib du mal an dem Punkt stehen. Ich suche mir einen Transporn. Wenn man die, killt, dann droppen die sogar zwei Komponenten. Au.
dachte schon, jetzt kommt sowas, die Kamikaze-Traps, wenn man die killt, dann sterben die. Du müsst mir glauben. Oh. Ich hab's schon mal ausprobiert. Was? Kommt jetzt keiner mehr. Darf ich jetzt woanders hingehen? Gut, Feuerstoß, aber trotzdem cool. Nimm's mal mit. Kommt denn der jetzt eigentlich her? Und wenn darf ich die umbringen? Die Hälfte darfst du umbringen. Ich hab keinen Kamikaze mehr gesehen. Du hast lang kein Wasser mehr? Kein Kamikaze-Trap mehr gesehen. Aber hier gibt's auf jeden Fall gut Klettwerk-Nachschub. Warum? Es ist eigentlich tatsächlich, die Revolution ist ja vorbei, aber trotzdem. Ja gut, es ist 3D-Brille, wisst? Was? Ja, die müssen wir auch noch sammeln. Es gibt doch noch ziemlich viele Sammelquests hier, oder? Hm. Nein. Oh. Mit 100. Nachher müssen wir nochmal raus und wieder rein. Das wäre doof. Wenigstens ist es ja nicht wie bei den Zombies, dass man die Headshots braucht. Die kann man wenigstens einfach schießen. Naja, dafür sind die späteren Quests ein bisschen nervig, weil die Items seltener droppen. So. Bräuchte noch mehr Cleftraps. Ja. Bräuchten ja, mehr oder mehr. Einfach noch. Ich würde sagen, einfach nochmal raus rein, nochmal zum Ort zurück. So schnell kriegt man, glaube ich, nicht nochmal die restlichen 50. Obwohl, da sind noch ein paar. Galactic Civilizations 3 Livestream starting now. Geilste. Livestream, dann habe ich höchstens in der Hose, wenn ich ein Horrorspiel spiele. Und dann hattest du nicht schon mal ein Horrorspiel? Let's Play? It? Dead nee, Space ne? 1 und 4. 1 und was, 2. 4? 4, 1, die beiden Add-ons und 2. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich dachte Dead Space 4, was? Na klar. Ich bin der Einzige, der es bis jetzt gespielt hat. Ja. Ne, Dead Space 1 und 4 war auf jeden Fall 4-1. Gut, Slender habe ich ja damals auch ein, zwei kleine Anläufe gemacht. Ansonsten habe ich lange kein Horrorspiel mehr angefasst. Ich kann dir ein tolles Horrorspiel empfehlen. Ich auch. Alien, also längst. Das habe ich ja schon bei Cabo gesehen, da ist ein bisschen die Luft, da ist dann die Luft raus, wenn man es schon kennt. Also Horrorspiele muss man schon blind Let's Playen ändern. Naja, ich dachte, dass Cabo dann da noch dann kommt. Also ich wüsste was bestimmt nicht jeder von uns kennen würde, beziehungsweise gar keiner. Außer vielleicht Crash Gar, weil das Ding geschickt hat. Also was ich mal, One Late Night, oder wie hieß das nochmal, das wollte ich auch mal ausprobieren. Ja, aber das ist halt auch relativ kurz und schnell gemacht, Marc. Das ist ziemlich kurz, also ich wüsste eins. Sagt dir SCP was? SCP sagt mir was, ja. SCP sagt mir auf jeden Fall was. Das ist auf jeden Fall ein Horrorspiel, free to play, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob das free jetzt noch ist. Also es ist so viel geaddet worden mittlerweile. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auf der Homepage kann man sich da downloaden und da sitzt man schon ziemlich lange dran, weiß ich mittlerweile. Und es gibt eine Menge Räume zu erkunden. Also es ist so ein random Horrorspiel, wo man halt, wie bei One Late Night, dass die Räume immer anders sind. Nur halt um einiges komplexer und länger. Und es gibt halt auch nicht nur eine KI, sondern auch mehrere. Also in One Night Net hast du ja nur eine Bedrohung sozusagen. War es bei SCP nicht dieses komische Vieh, dem du nicht in die Augen schauen darfst? Ja, das ist einer der Gegner. Das beziehungsweise, wo du nicht blinzeln darfst, da so war es. Genau, doch. Genau. Da habe ich nämlich auch mal was dazu gesehen. Das ist einer von 20 oder so. Also der verfolgt dich immer, weiß ich. Dann gibt's noch andere, aber die will ich nicht verraten. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir schon eine Spur zu hart, weil das habe ich eine Zeit lang angeschaut und dachte mir einfach, ich glaube, das ist nichts für mich. Naja, kannst du den Schwierigkeitsgrad ja einstellen. Das hat nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun.
Horrorspiele sind nicht wegen Schwierigkeitsgrad Horror. Ja. Ja. Oder Odin macht Isolation mal Paranormal. Auf den härtesten Schwierigkeitsgrad? Paranormal? Ne, da gibt's ja jetzt schon. Ich weiß nicht, ob das schon gibt. Paranormal Open World irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wo man eine ganze Stadt erkunden kann, wo sowas passiert. Na gut, das Horrorspiel schlechthin wird ja wahrscheinlich eh Barbie sein. Barbie also, und der Nussknacker. Also ich weiß noch nicht, Udwin, was würdest du, also was genau von Horror willst du denn so Barbie haben? Barbie und der Nussknackerprinz. Wieso hört sich das nach einem Pornotitel an? Was? Warte, was? Nochmal zu deiner Frage, Hirschi, was war? Ich war abgelenkt. ja, gehst du so in Richtung Psycho-Horror oder normalen Horror, angsteinflößend? Ich weiß nicht, ich fand den Horror in 4, diesen Psycho-Horror, ziemlich cool. Also ich, das ist eigentlich eher so ein bisschen mein Fall, muss ich sagen. 4-3? Mhm. Ja, 4-3 kannst du vergessen, 4-3 ist doof. 2er ging ja noch. 3er ist doof. Da ist noch ein Komponent, nee, doch. Schon, also alleine, wegen, schon allein wegen dem Namen. 4-3-2-1. Schon allein wegen dem Namen kann man eigentlich froh sein, dass es keinen vierten Titel gibt, weil das wäre einfach komisch vom Namen. Wir haben übrigens keine Kletten. Ja, es ist irgendwie seltsam, nur fast, wir locken einfach raus und gehen nochmal rein. Es gab ja noch unten. Genau, es stimmt, ich glaube, es kommt ja noch mehr Spawns. Hoffen wir es mal. Wenn nicht, dann nicht. Wo früher eigentlich die ganzen Zwerge rauskamen. Mhm. Aus dem ganz kleinen Haus. Da bin ich nämlich gerade hin unterwegs. Da. Schon. Ah ja, klar. War ich tot? 3, 2, 1. Alter, warum hältst du so viel aus, du Unmensch? Damit du das zu ihm sagen kannst. Nichts. Ja. Ja. Komm. Ja, ich glaube, das mit Schneefeuer geht mir vielleicht auch besser. Ich glaube, ich nehme den wieder rein. Wo ist er? Sind da hinten welche? Ah ja. Zubi. Jo, da kommt. Nee, das ist ein. Aber ihr habt hier. Ja, da kommt einiges an Clappies. Einiges? Einiges mehr. Ein bisschen. Bum, 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 bum. Fehlt immer noch. Ja, fehlt immer noch ein bisschen was. Ich wäre ja für einen kurzen Relog. Machen wir die Runde eben noch zu Ende hier. Wenn wir es da nichts finden, dann machen wir einfach einen schnellen Relog, ja. Stimmt, das mit dem Gebiet verlassen und nochmal neu betreten haben wir doch schon mal bei Zombie Island probiert, hat es ja nicht funktioniert. Ja, auch eher drauf kommen können. Hätte man. Dann müsst halt nochmal das andere Gebiet rein, da in diese Stadt, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Ja. Keine Klappus-Trappus mehr. Dafür heimtückische Skag-Traps. Oh. Na schön, dann machen wir einen Vlog. Ihr geht zuerst raus. Das ist bei euch speichert. Okay. Nicht, dass ihr rausgeworfen werdet ohne den Speicherstand. Beenden. Wollen Sie das Spiel beenden? Ja, sehr schön.
Endlich! So. So. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal neu. Nur für Freunde. Nur für Freunde Horsten. Und ich starte gleich schon mal wieder. Problem ist, jetzt starten wir wieder. Obwohl, wir starten im Anfangsgebiet bei Stadt. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit hin. Und her. Hab ich jetzt eigentlich? Nee. Ich kann ja schon mal vorlaufen. Ist jetzt schon offen, ja, ne? Jo, ist offen. Ah, jetzt fängt es jetzt an zu laden. So was. Hei, hei, hei. Bitte was? So, jetzt sind immer noch keine Claptops da. Am besten bei 149 oder so. 1 fehlt. Ich wollte schon sagen, ich habe schon einen gefunden, aber es ist der Lautsprecher. Verflucht. Na, die sind auch wieder da. Du nervst immer noch. Stirb. Stirb doch endlich. Junge, wenn du nicht sofort stirbst, dann bringe ich dich um. Ja. Jetzt ist er beeindruckend. Oh, da hat ich gekriegt. Ja, das war ein anderer jetzt. Ah. Aber geht schon. Den kriege ich so. Das ist, glaube ich, besser. Mit Feuer und so. Warum hast du das Spiel verlassen? Quasche? War schon wieder so im halben Strong, wo das war? War das Korn? Dann warten wir noch ein bisschen mit. Wir können ja schon mal töten, aber mit Aufheben warten wir einfach noch. Cabo wird ja in der Zwischenzeit was husten. Oh nein, oh nein, oh nein! Sag mal! Wo kam der denn her? Yay! Richtiger Kamikaze! Irgendwas Knallhartes, knallhart. Knallharter, schwerer Kampf. Knallhart liest man selten mittlerweile hier im zweiten Durchlauf. War das gerade Kamikaze? Nee. Kaminkatze, ja. Kaminkatze. Bald haben wir es. Interessant, dass ich die Items einsammeln konnte, wie du im Downstate warst, das wäre seltsam, weil ich hab's schon mal probiert, bei mir hat's nicht geklappt. Noch vorn. Why? Nee. Und ich war irgendwie noch im. Jo, nice. Wir haben's. Es ist mal wieder alles schwarz. Bin in einer schwarzen Kammer gelandet. Irgendwo da sei. Hier? Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Dann solltest du mal Borderlands im Republikaner-Mode starten. Ich bin gespawnt. Lang leben politische Witze. Political correctness, ne? Ja, abliefern. Schnapp sie! Schnauze! Oh oh! Ich habe einen Crash-Verdacht. Borderlands funktioniert nicht mehr. Oh nein! Zum Glück passiert mir das nicht. Aha. Weil, ganz ehrlich, ich könnte wirklich Angst haben, weil, wenn bei mir bei Warcraft die Aufnahme gecrashed ist, war die ganze Aufnahme kaputt. Das wäre doof.
Unsere Aufnahme noch dran? Was? Ist unsere Aufnahme noch da? Nein! Ja, sie ist noch da. Jetzt ist aber wie auch gecrashed. Gebe ich die Quest eben alleine ab? Ich brauche euch nicht. Ich bin noch drin. A-Laut. Ein A-Laut? Rico, ein A-Laut. Rico. Das Spiel will halt Pause haben. Was? Ich habe gerade Geld abgezogen bekommen wegen Rekonstruktion. Ich habe mich doch nur geportet. Das geschieht dir sowas von recht. Die dunkle Lache. Crush Cars plan something evil. So, dann gehe ich schon mal hin. Stell mich vor Tennis. Nein, nicht für dich. Das finde ich richtig komisch. What gibt's denn hier? Wo war denn? Ach. Einer guten. Nein! Puh, nochmal Glück gehabt. Oh, mir fehlt noch ein Komponent. 149, 150, willst du mich verarschen? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, mein Ernst. Ich brauche noch einen Komponenten. Okay. Das finden wir schon irgendwie. Oh ja. Me too. Das machen wir einfach ganz leicht. Waschke wird durchrennen im Facebook und wird irgendwo eins aufsammeln, was random liegt. Wir warten einfach beim Eingang. Oh, liegt doch irgendwas rum. Na, Moment, eigentlich müsste da noch irgendwo eins rumliegen. Wenn nicht, dann macht er schnell irgendeinen Laptop tot. Ich sehe schon, jetzt finden wir keinen einzigen mehr. Jetzt müssen wir wieder reloggen. Eigentlich hättest du dich Scouts die Britannia nennen können. Nein. Geld. Das ist ja eine Mischung aus Black Wallet und. Pizza! Pizza, was? Ja, Pizza. Wort Pizza muss auch mit vorkommen. Aber Pizza. Pizwin LP. Also, ich habe eingesammelt. Mhm. Okay, hat's gerade. Ja, okay, dann hin. Gut. Zurück. Reise initiieren. So. Jetzt ging es viel schneller und ich musste keine Wiederbelebungskosten zahlen. Das war echt eine Abzocke. So. Der Sammler. Ja, so ist es nämlich. Ja! Aber nee, hier gibt es eigentlich keine Quest mehr jetzt gerade. Oder gibt es irgendwo anders noch welche? Da haben wir es. Beim schwarzen Brett. Dann gucken wir nochmal. Warte, schmeißt. Das war aber knapp im Level ab. Ich würde auch mache ich mal das mit unzerbrechlich, das ist eigentlich auch ganz cool. Hui. Nee. Irgendwo gab es eine Quest, wo man 3D-Brillen. Lips. Oder so einsammeln sollte. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Denke ich mir nämlich jetzt auch gerade, ja. Wenn ich mal so überlege. Also. Banander kann es eh nicht mehr. Ja. War jetzt eh, glaube ich, schon lang genug. Wir haben es sogar in einer Aufnahme geschafft. Ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal dann Moxie's Underdome und probieren dann danach noch einfach mal den Boss, ob wir es schaffen oder nicht. Egal, aber wir probieren es einfach nochmal. Diesen komischen Boss da bei General Knox am Level Ende. Up. Ja, Level Up werden wir vielleicht eins machen durch die Quest da. Also, töten können wir das Vieh auf jeden Fall nicht. Welches Level war das? 60? Ja, 64. Das brauchen wir gar nicht zu versuchen, werden, ja. Das kommt immer noch selber raus. Wir werden gewone-hitted. Das macht jetzt keinen Unterschied. Wir machen immer noch einen Schaden. Und vielleicht zwei, drei. Ja, dann können wir sowieso vergessen. Ja, dann machen wir einfach noch Moxie's Underdome-Runde ran. Beim nächsten Mal und ja, dann wird es wahrscheinlich eine kleine Pause geben und dann machen wir bei Zeiten irgendwann mal mit Borderlands 2 weiter. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, dann bedanken wir uns fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim Moxie's Underdome DLC. Bis dahin. Yay. Bye bye. Ja. Oh, hey Britannia. Bye bye. Schnauze.